hi Mädels und willkommen bei Max Erkältungsshop. Heute mal ein Real Talk Video. Was heißt Real Talk? Ich erzähl mal so ein bisschen, was mich momentan so ein bisschen, Anführungsstrichen belastet. Gar nicht mal YouTube-technisch, da ist alles gut. Nur mal eben so, weil eben muss ich auch mal so ein bisschen hier gucken, wie es hinter den Kulissen im Speedshop so läuft und sowas. So, pass mal auf. Heute ist, was haben wir heute überhaupt? Sonntag, ne? Sonntag, ja. Wir haben heute Sonntag, ich habe die Nase zu. Meine Entschuldigung dafür. Ich habe meinen Schnauzer mache ich jetzt wieder ab. Hat meine Frau mir gesagt, die will mich damit nicht küssen, das nervt. Da kitzelt immer so, das mag sie nicht. Ja, folgende Story. Wir waren gestern ja am Kreistag Stratus bei, ne? Das ist eben etwa dafür eine Aktualisierung für euch. Es hat sich herausgestellt, dass der Heilgeber bzw. der Nockenwellensensor, der oben drin ist, kaputt ist. Der auch in der Zündspule drin sitzt und dieser ganzen Furzverteilung da. Ja, ich heute Nacht erstmal ins Internet und gucke, was kostet so ein Ding. In Deutschland 260 Euro. 270 oder 260 Euro, habe ich gedacht, kann ich nicht ausgeben. Geht nicht. Da habe ich in den USA eingefunden. USA hat der, was die kostet, wenn wir überlegen, USA waren 90 Euro insgesamt, inklusive Versand. Ne? Also 50 Euro und 40 Euro Versand. Das ist in USA immer so, wenn du den ganzen Kram über einen großen Teich holst, das kostet immer einen Haufen Kohle. Also, habe ich jetzt gemacht, ich habe den bestellt, nagelneuen Verteiler. In zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen kommt er aber erst an. Das heißt, wir haben jetzt, dass wir eine Kreisanlage in der Halle stellen, die stehen, die nicht fährt. Beziehungsweise zwei Kreisanlagen in der Halle stehen, die nicht fahren. Eine Sache, die schon mal sehr beschissen ist für unseren Kanal oder für meine Halle und für meinen Platz, dass man auf den Keks geht. Dann haben wir noch die Trabi-Leiche in der Halle stehen. Musst du so lassen, die wird ja nicht angeschraubt. Die nicht fährt und gar nichts, die auch erst in zwei Wochen abgeholt wird von Lars und Yannick. Ja, ich habe die beiden ja geschenkt, die wollten die Karosse ja haben von dem Link. Die steht auch noch im Weg rum. Da müssen wir mal gucken, was wir da jetzt machen, dass wir da irgendwie so zum Außenlager schieben oder sowas. Keine Ahnung, weil das kann nicht so bleiben, das geht nicht. Ich kann so nicht arbeiten. Momentan ist die Bude so voll und so getüdelt und sowas. Vor allem auch mit anderen Autos, die ich eigentlich gar nicht geplant habe. Das nervt, ne? So viel dazu. Naja, sind ja alles eigentlich, ich sag mal, selbst geschaffene Probleme. Warum kaufe ich so viele Autos? Ne? Warum habe ich so viel Scheiße rumstehen? Ist meine eigene Macke. Ist natürlich das Problem, ne? Ja, warum sitze ich jetzt gerade im VR6? Ne, ich sitze gerade im VR6-Golf. Komplett unfertiggestelltes Auto. Motor läuft immer sehr gut. Keine Achsmessung gemacht, noch nichts. Das ist ja erst geplant gewesen jetzt hier nächste Woche. Dass ich den hier hinbringe zur Achsmessung. Zwei neue Reifen für den grünen 86C, damit die beiden wieder ordentlich fahrbereit sind. Ja, und den wollte ich ja noch umbauen auf Feiern Eis und sowas. Und das ist, die sieht ja, der ist ja sehr unfertig. Die Dinger sind hier nicht angetüdelt. Hier, der Keder fehlt hier noch umrum, die Blende, ne? Der Dachhimmel ist ja noch so reingehangen, nur von Karl und mir, das Ding. Ach Gott. Auch eine Baustelle, die ich habe, mit der ich durch die Gegend fahre, mit der ich aber abgefunden habe, weil es halt nicht schlimm ist, weil du hast eine Baustelle stehen, die du halt hier halt stehen hast. Es frisst ja kein Brot. Ich kann es in der Halle stehen lassen, ich kann das nächsten Monat machen, übernächsten Monat machen, heute Morgen, scheißegal. Naja, da hatte ich gestern noch eine Schnapsidee gehabt. Ich weiß nicht, ob die Idee gut war. Ich schätze mal, die Idee war momentan eher schlecht. Zum Hoffen, dass wieder eine gute Idee am Ende. Ich habe ja einen Corsa B gekauft. Roten Corsa B, 1 Liter Maschine, 200 Euro, 1,5 Jahre Standzeit. Ist ein scheiß Geschäft. Mittlerweile schätze ich. Aber Substanz für den Wagen ist gut. Viel Arbeit reinstecken muss ich auch nicht. Ne? Für den Wagen mit Frischtiff für ungefähr 900 bis 1000 Euro verkaufen. Das ist mein Plan gewesen, damit ich so ein bisschen Ungarn ausgleichen kann. Naja, Problem ist das nur, ich bin da gestern mit euch hier gegen gefahren, mit Rufen zusammen. Ich habe ihn abgeholt, den Wagen gekauft, Rufen abgeholt, bin zur Halle gefahren, Kreislaufschrauben. War mir fertig mit Kreislaufschrauben. Licht alles aus, Samuel war ja auch noch da und sowas. Klack, alles dunkel. Wir steigen in den Opel ein, drehen Schlüssel um. Was passiert? Startet nicht. Springt nicht an. Sehe ich welche Gründe auch immer. Ich habe keine Ahnung warum. Jetzt muss man herausfinden, woran das liegt. Erstes Problem. Wir an der Baustelle, die nicht fahrbereit ist, in der Halle. Zum Schniedern. Weil ich habe mir das geplant, dass ich den Wagen eigentlich nächste Woche eben TÜVig mache und in den TÜV bringe. Das hat nicht viel daran zu tun, was ich gesehen habe. Deswegen ist er relativ gut und relativ schnell wieder weg. Mit den Kennzeichen von der Vorsitzerin, die mir erlaubt, eine Woche damit durch hier gegen zu fahren und halt die TÜV-Arbeiten zu machen und die danach abzumelden. Natürlich bricht er den Zeitplan auch wieder, dass die Karre jetzt nicht läuft und ich dann halt hier noch mehr wie Blecharbeiten dran machen muss. Happy Birthday, schöne Scheiße. Nana, macht Spaß so was, oder? Ja. Naja,
Gut, dann standen wir da, haben geflucht, haben gesagt, kann doch nicht wahr sein. Abendplan noch mehr versaut. Ja, dann haben wir den Corsa beiseite geschoben. Tor auf, alles raus. Trabi-Karosse, alles. Ich habe den VR6 rausgeholt, machen den VR6 an, fahren den raus. Tor wieder alles zu, alles wieder auf Null. VR6 lief jetzt am Leerlauf. Wir steigen ein. Samuel kommt an, sagt, fahr nicht los. Ich sag, was ist denn los? Das ist eine Lache von deinem Auto. Haben wir schon eine Spritlache vom Auto gehabt, eine Benzinlache. Müssen wir erstmal gucken, woran das wieder lag, haben wir die Benzinleitung über diesem Auto hier gefleckt. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Ich dachte, dieser Ethanol-Sprit ist das Problem, dass er so lange gestanden hat und dass er sozusagen die Benzinleitung angegriffen hat. Leitung gekühlt, ist wieder raufgeschraubt, neue Schelle dran. Ja, dann kommen wir in nach Hause fahren. Ja, jetzt haben wir 12 Uhr, aber gar nicht mal. 12.15 Uhr, 12.20 Uhr oder 12.30 Uhr oder was. Sonntagmorgen, ich muss natürlich gestern arbeiten und nächste Woche muss ich auch arbeiten. Also ungefähr wenig Zeit jetzt die Woche, die jetzt kommt. ja, VR läuft, der wird so in der Halle gestellt, wie er ist. Jetzt haben wir einen kaputten Corsa da stehen. Tines Kreis, das steht auch in der Halle, wie ihr euch erinnern könnt. Ich habe es euch, glaube ich, erzählt im Video, Livestream auf jeden Fall, dass der auch noch sehr viele Wasserlecks hat und wir müssen gucken, woran das liegt. Weil der verliert mehr Wasser, wie er hier nachgucken kann, das geht gar nicht. Muss mir den Kreisler auch noch heiler machen. Das ist mein Hauptziel heute, dass der Kreisler läuft, damit wir nach Hause fahren können. Weil ich habe meine fahrenden Autos, die sechs, hier den Golf 1, den Polo 86C, den blauen, und die Gurke, also mein Trabant, habe ich zu Hause stehen. Also damit kann ich so losgurken. Ne? Also, die wichtigsten Autos laufen alle. Ne? Aber momentan, sonst geht hier alles drunter und drüber. Ne? Das ist ein bisschen nervig. Obwohl ich sagen kann, ich habe mir diese Corsa-Baustelle selber angelacht. Ne? Und habe mir einen Arbeitskollege angeboten. Ich weiß, Autos von der Arbeitskollegen sind immer die besten. Aber T4 ja gesehen. Aber ist nicht schlimm, der war lange gestanden hat. Und der Corsa, gute Substanz, da habe ich halt gekauft. Und er lief halt. Und er war halt angemeldet. Ich dachte, gut, da kannst du ihn ja so mit den Kennzeichen überführen. Das ist ja geil. Du hast da keine Arbeit mit. Deswegen habe ich mich selber überredet, den zu kaufen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Selber schuld. Eigengemachte Baustelle. Aber so ist ja das Automäßig. Ich stehe zu der Scheiße trotzdem. Ich bin immer ehrlich zu euch. Ich erzähle euch immer, was los ist und was hier aktuell abgeht. Das sind halt Sachen, die momentan so ein bisschen auf den Piesel gehen. Ich will mal hoffen jetzt, obwohl heute noch Ingo kommt, ich so ein Trabi noch mit dem machen muss, noch einige andere Leute kommen wollen vom Publikum, gesagt, kommt vorbei, was soll's, beim Livestream von dem Kreisler, ne? Dass ich heute noch ein bisschen was schaffe und so ein bisschen die Baustellen beseitige, weil das geht mir gerade richtig, richtig auf den Schniedel. Könnt ihr mir glauben? Das ist immer doof, wenn ihr halt Sachen plant oder mehrere Sachen auf einmal, die ihr geplant habt, halt durch Autos, die dazwischen kommen, wie zum Beispiel der Kreisler, und andere Sachen halt nicht funktionieren. Und dann gucke ich auf mein Konto, der Urlaub tut mir ja immer noch weh auf dem Konto, wirklich, und kann auch sagen, jetzt hier so eine VR6-Achsvermessung ist mal ein bisschen krass so teuer, ne? Und so ein Kram. Ich habe gedacht, komm, Opel Corsa, schnell gemacht das Geld, wieder weg damit, gut ist das. Habe ich früher übrigens oft gemacht, hat früher auch funktioniert. Ich kenne die Motoren relativ gut, außer diesen pissigen Dreizylinder, weil den habe ich noch nie gehabt. Die ist auch nicht so befragt, aber wisst ihr, wie das ist? Man kauft billige Autos immer zum Winter hin, macht die mit TÜV und verkauft die weiter, weil die sehr gefragt sind. Ne? Jetzt zum Winter hin wegen Winterauto, Motorradfahrer suchen sowas und sowas. Deswegen kann man es gut machen, wenn man so ein Ding ganz schnell wieder los ist. Das ist wirklich das Gefühl. Ne? Übrigens fahre ich gerade im fünften Gang mit 1000 Umdrehungen und 50 km/h, weil da hinten Trecker fährt. Aber der Motor schnurrt wie ein Kätzchen. Das ist so ein geiles Auto. Ne? Wenn den bald endlich umbauen auf cool, auf Speedshop-Style, damit er endlich mal ordentlich wird und mir mal ein bisschen gefällt. Wo optisch gefällt er mir momentan gar nicht, der war. Unzufrieden mit. Naja, nur eben dazu, das ist so meine Stressbelastung, die ich aktuell so ein bisschen habe, wenn es auf den Piesel geht. Aber was soll's, es bringt alles nichts, wenn man jetzt den Schwanz einzieht und sagt, komm, ich bleib jetzt zu Hause, scheiß auf alles, mach mal einen Tag frei, bringt euch nichts. Da kommt die Probleme immer noch da, ihr legt euch nur davon ab. Problem muss er beseitigen, ne? So läuft das im Leben. An jeden, ne? Und natürlich nehme ich euch bei der ganzen Diskussion mit. Also wir haben wirklich jetzt, ich sag mal, die nächsten zwei, drei Videos werden, denke ich mal, ganz normale Werkstattaufträge von normalen Autos sein, ne? Corsa B ist ein ganz normaler Werkstattauftrag. Ich schätze mal, es interessiert einige Leute, weil Corsa B ist ja ein relativ gefragtes Auto noch. Und der Kreisler muss repariert werden, ne? Das ist heute, wenn die beiden Autos laufen heute, habe ich meinen Soll erfüllt, ne? Wenn Ingo noch glücklich ist mit seinem Trabi, dann sowieso. Gut, so viel dazu. Ich bin mit einer geschlossenen Nase, fahre ich jetzt weiter. Hanna, hast du cool gemacht, ne? Hast du echt? Ich bin stolz auf dich, dass du jetzt so ruhig warst. Ich bin gegen meinen Willen beeindruckt. Es waren gerade die Trecker, die Joghurt. Die Trecker? Ey, sind laut, ne? Ja. Guck mal, da ist noch ein Trecker. Wollen wir die mal überholen? Ja.
Richtiger. Schnell. Ja, das mag aber keiner. So überholt man alle keine Autos. Nur ich habe den gerade mitgenommen, weil er gerade so im Weg stand und ich hatte die Kamera am Hals hatte. Und jetzt haben wir wieder Strich 70. Gerade durften wir noch 100 fahren. Gut. Nur eben dazu, das sind solche Sachen, die wieder Spaß machen. Haben wir gestern auch gesagt, Rufe und ich saßen im Auto und sagen, heute war er scheiße. Ich sage ja. Ich sage, Kreis aber jetzt alles teuer, was willst du machen? Ich habe natürlich, ich stecke jetzt gerade 100 Euro in ein Auto, was 150 Euro gekostet hat. Ich möchte das ja auch noch so. Ja, das ist hier. Racing, Hanna. Because Race Car, ne? Na ja, komm, auch hört das Stück. Wir haben eine Chance. So, gut, Leute. Ihr wisst Bescheid. Nur eben dazu. Ja, und manche gehen mir auf den Schniedel wegen diesem Auto hier. Es geht weiter, wenn es weitergeht. Ich will es ja immer weitermachen, aber es ist halt, manchmal kommen solche Sachen, die so wichtiger sind. Es sind Autos, die im Alltag bewegt werden und Autos, die öfters gefahren werden und jetzt halt im Winter auch gefahren werden sollen, sind halt wichtiger, ne? Das Auto ist ja kein Winterauto von mir. Das Auto fährt vielleicht mal auf den Sonntag im Januar bei trockenem Wetter, fährt er vielleicht mal. Sonst nicht, ne? Ich fahre meine Sommerautos nicht im Winter. So, nur eben dazu, das war mal ein bisschen mal Real Talk, dass ihr ein bisschen weiß, was Phase ist. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Bin für jeden Kommentar dankbar, ne? Ich will mal gucken, wie ich mit Livestream versorgen kann die Woche oder was. Aber denkt dran, ich muss arbeiten, ich habe lange Arbeitstage, ich habe eine harte Woche jetzt vor mir. Und am Wochenende steht auch noch einiges an. Gut, aber leider nichts bei der Werkstatt. Haut rein, munter.